Moin Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem Augen zu meinem Wohnzimmer. Universum. Wir sind noch hier. Und jetzt gucken wir mal in das Krankenhaus rein. Bin ich mal gespannt. Und wir nehmen die Apotheke auseinander und ich will hier herausfinden, ob das mit der Carol Baskin, wo die Leichengeschichte da die ganze Zeit den Mist erzählt, ob das nur so eine vorübergehende Erscheinung war. Oder ob das jetzt hier so standardmäßig drin ist. Ihr habt es vielleicht schon selber rausgefunden. Ich weiß es noch nicht. Und ich wollte mir mal so eine bizarre Klinik angucken, ob da vielleicht überall solche Typen rumliegen und so Mist erzählen. So, Hütchen noch weg. Oh, Killermops. Na? Jo, wenn du mich in Ruhe lässt, lasse ich dich auch in Ruhe. Mach die Alte kalt. Los. Das wäre ja cool, wenn man sich ja so ein Hunde-Möpse-Rudel halten könnte. Scheiße. Ah, ich treffe nicht. Scheiße. Komm, nimm die Tante hier. So. Mach sie fertig. Mach sie fertig. Sehr gut. So. So finde ich das gut. Ey, aber nicht an meinem Auto rummähen. Weg. Oh. Dicke Krankenschwester. Und ihr Bruder. So, Möpschen. Hast du dich wieder beruhigt? Da steht er. So, da drin ist schon was los. Ich werde mal hier ein bisschen was ausladen. Das kann zum Beispiel weg. Die ganzen Autoteile kommen da rein. Alles, was nicht steckert, das steckert aber. Und die Brille kann weg und das. Die Wrench behalten wir dabei. Weg, 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 weg. Sprit, Helm, Autoteile, weil jetzt werden wir in der Apotheke ordentlich Zeug finden. Ah, scheiß drauf. So, das wird gesoffen. So passt das schon. So, du passt auf das Auto auf. Und? Oh. Naja. Ohne Worte. Habe ich nicht gesehen. Ignorieren. So, hier liegen auf alle Fälle solche Dinger rum. Hält denn die aus? Also, wenn der Typ das wieder rausgenommen hat, der das programmiert. Okay. Die haben schon mal besser ausgesehen. Aha, das lohnt sich doch. Alles mitgenommen, das sortiere ich jetzt nicht aus. Die Blümchen brauchen wir bestimmt früher oder später sowieso. Hier ist nix. Hi. Bist du Carol Baskin? Aha, also ist es doch keine vorübergehende Erscheinung gewesen. Vom Worsuk-Mann. Ich will mal gucken, was die Cola hier für eine automatische Waffenvervollständigung. Aha. Adrenalinrausch durch Nuka. Nee, kann nicht sein. Luca, Quarz, was? Mehr Schaden, okay. So, Innenhof. Nicht so. Geh mal in den Keller runter. Das Pflegepersonal. Alle solche Medizinstudenten hier. Schatzkarte mitgenommen. Oh. Wo ist denn deine gut aussehende Schwester? Nix. Da hätte ich mir vorgestellt, dass es das ein ganzer Raum voller solcher Typen ist. Okay.
Okay. Kohle, ja, bitte, danke. Ah, eine kleine Heilung für Onkel Klo. Mhm. Haufenweise Medizin, Zutaten. Ah. Und das hier ist, ich glaube, hier geht's schneller. Okay. Ah, kommt. Ah, die Pistole ist wirklich nur für den Notfall. Ja, ich darf mir nicht schon wieder irgendwas einfangen. Und jetzt ist die Waffe wieder weg. Da ist sie wieder. Mhm. Oh, das ist wirklich ein Traum. Mit dem Griff. Ohne Rückstoß. Entriegelt. Okay, was gibt's hier? Nicht so hastig, gute Frau. Müll. Oh, ich höre eine Ziege draußen. Mhm. Storage. Kaffeemaschine. Kantine im Keller. Die Grupp Bar. Mhm. Okay, Klos, lasse ich jetzt mal aus. Aha. Ein bisschen Heilung. Ja, Pilchen. Warum nicht? Ey. Und hier geht's wieder hoch. Wir wollen zur Apotheke. Können Sie mir helfen? Oh oh. Jetzt sind die Frames wieder gut. Wer hätte das gedacht? Wie oft willst du noch kommen? Der Mops draußen hat gut zu tun, so wie es klingt. Hm. Aha, die Tür bleibt offen. So, jetzt habe ich mich auch total verrannt hier. Wir müssen Treppenhaus suchen. Bin ich hier irgendwo hergekommen? Scheiße. Hm. Hört nicht auf. Ah ja, ich erinnere mich. Hier war irgendwo... Von hier irgendwo sind wir doch gekommen. Ih, ein Geier im Krankenhaus. Was soll denn das? Soll das? So Quatsch. Jetzt sind wir wieder hier. Früher war hier mal eine Apotheke. Das... Oh, da sitzt wieder. Ist wieder ein Typ. Guten Tag. Kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. So. Oh, Charlie ist auch wieder mit dabei. Mensch. Das macht sich ja sowas von geil mit dem... Mit dem Visier und der AK und... Der erinnert mich an irgendwas. Dieser Blasse. So. Früher...
Irgendwie war hier doch mal... Ah, das ist die Notaufnahme. Ich will doch zur Apotheke, Leute. Fahren wir ums Gebäude. Jetzt gehen wir eben vorne rein. Oh! Was ist denn hier schon wieder? Leute, Leute, Leute. So, ihr kriegt jetzt was mit der Angstpistole. Ich muss ein bisschen Munition aushalten. Müssen wir noch ein paar Level auf Pistole verteilen. Erstmal alles einsacken. Hätte ich mal die Glock mitnehmen sollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das wirklich sein soll, Charlie Bronson. Der Gefängnisinsasse. Öh. Sollen sie nicht beschützen und dienen? Oder wer ist das? Freund und Helfer? Weg. Lesen. Weg. Weg. Weiter. Hopp, Pilz. Hier draußen steht's dran. Weg, weg, weg. Den Bär interessiert's nicht. Oh, Minen, Minen. Ich hatte ja riesen Schwein. Bleibst dort. Warum nicht? So, wo ist jetzt die Apotheke? Hier ist die Anmeldung. Arufsäcke. Mit Müll. Elektrische Teile, so Quatsch. Oh, Taco. It was Carol Baskin. Ich hätte mir vorgestellt, dass er im Krankenhaus mehr mit diesen Typen gearbeitet wurde. Aber dem war nicht so. Hallo, möchte gerne. Danke. Noch scheine. Ist denn jetzt die Apotheke, verdammt? Oben. ICU. Ah. Nee, war's nicht. Ja, muss mich ja wieder durch die Wand picken, oder wie? Ich will doch nur zur Apotheke. Früher war das viel einfacher. Hier gibt's doch nur Scheiße. Keller waren wir doch schon. Das ist doch alles hier Scheiße. Und die AK muss ich auch mal reparieren. So, ich gehe jetzt hier hoch. Hier oben muss die Apotheke sein. Ach. Nee, der spricht nicht. Schöne Bildchen im Krankenhaus. Da wird man bestimmt schnell wieder gesund. So, was befindet sich hinter dieser Tür? Zum Krankenzimmer oder so. Aber auf dem Dach gab's was. Kann ich mich erinnern.
Carol Baskin. Der sah aber früher, ja, auch mal besser aus. Jetzt mal so 10 nebeneinander von den Typen. Okay. Wir gehen die Treppe rauf. Apotheke, Gifts, ne, Geschenkeabteilung. Freediver mit den Fingern, das ist ja widerlich. Okay. Oh, Airdrops. Den holen wir uns doch nachher gleich noch ab. Und es ist Hordennacht. Oh Mann, das geht ja hier vorwärts. Das ist Mist. Ich trinke etwas. Wo habe ich mein Getränk? So, Medizin haben wir genug. Besserchen ist immer gut. Nee. Hier geht's runter. Da muss es doch irgendwo hochgehen. Aha. Airdrops holen wir. Was möchte ich aufs Dach hoch? Steinchen. Steinchen weg. So. So. Sammelbestellung. Müll, Müll, Müll. Scheiße. Das Krankenhaus ist ja total unattraktiv geworden. Aha. Aha. Na? Nee, hat nichts zu sagen hier. Schnippes, Pillen. Pippi ist runtergefallen, hoffentlich ich nicht. Gehe ich hier raus etwa, weil das Lämpchen da steht? Ich sollte. Oh, Carol Baskin. Shut the F up, yo. Totaler Quatsch. Hier machen wir ein bisschen Sprudelwasser ran. Danke. Auf dem Flur wird nicht gelaufen. Weg. So, ich will weiter hoch. Steigen, steigen. Ich will nur steigen. So, die Tasche habe ich gesehen, will ich aber nicht. Aha. Dann muss ich mit Orgi da Super-Orger hier orgern. Steinchen und Sand kommt weg. So, bisschen Hundefutter. Es gibt Tinte auf dem Füller. So, das sieht doch nach Dach aus. Und wo Dach ist, ist meistens auch Geflügel. So, ich will zum Hubschrauber-Landeplatz. So, wie kommt man hier weiter? Meine Herren, die halten ja was aus. Hier ist noch das Klo, okay. Ach, gehe ich gleich mal raus. Wo kommen die durch? Hier. Boah, die Besuchszeit ist vorbei. Oh,
soll das noch hinführen? Die Karpatentante Lawine kommt zu Besuch. Wo soll das alles anden? Ja, hier. Aber so wirklich apothekenmäßig ist hier nichts. Da. Aha. Sehr schön, danke für die Munition. Gibt's nix. Ah, das Wasser finde ich gut. Da brauchen wir wenigstens keine Angst zu haben, dass man sich noch was einfängt. Höher, höher! Also wenn jemand irgendwie Kontakt zu dem Programmierer hat, mich würde es mal interessieren, was es mit Carol Baskin auf sich hat. Oh. So, ein chirurgischer Eingriff. Beim Hund. Viewing. Ah. Was ist das hier? Die Abteilung... Das ist die Abteilung dumm gelaufen. Abteilung niedrigste Gangart. Ach, ist das schön mit der AK. Will ich nicht. Guck ich, lese ich gar nicht. Nee. Da wollen wir hin. Ein Fallschirm wäre nicht schlecht. Oder so ein Wingsuit, dass man immer von Gebäuden schnell wieder runterkommt. Oh, Geier. Scheiße. Fatsch. Oh. Peter Maffay liegt da oben. Ha. Als hätte ich geübt. Carol Baskin. Oh, guckt euch das an. Das kommt in die Orga. Und das will ich nicht. So, Orgi die Orga. Guten Tag. Verändern. Zack. Orgi die Orga. Nachladen. Zack. Chloe, der Onkel. Treppe hoch. Zack. Aha. Gibt es da eine stille Variante, das irgendwie zu lösen? Aber hier oben ist ja gar nichts. Muss ich mir das antun? Vielleicht ist es alles in eine Etage tiefer. Gucken wir mal hier rein. Hier vielleicht. Ja, darf sein Köpfchen nicht so entgegenstrecken. Na, hier muss doch irgendwo der heiße Scheiß sein. Aha. Ein Büchelchen. Hier. Da waren wir. So. Hinter Tor 2 war ich gerade. Also muss es ja hier weiter. Ja, ich sehe doch schon den heißen Scheiß. Aber ich bin zu groß, um mich da zu beschweren. Aha, okay. Da wären wir eingebrochen. So, weg. Benutzen. Weg. Öffnen. Schrotzen. Öffnen. Den Mist zerlegen wir später. So, alles schön. Jetzt gucken wir uns die Belohnung an. Okay. 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 Schöner Rucksack. Was ist da wohl drin? Zerlegen, 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 zerlegen. Weg damit. Zerlegen, zerlegen. Eingesackt. Was ist hier? Okay. Vielleicht ein fertiger Hubschrauber oder so? Nein.
Oh, es ist zwar umständlicher als früher, aber es hat sich trotzdem gelohnt. So, und jetzt die Truhe noch. Fünf. Oh, eine schöne Armbrust. Habe ich nicht schon so eine Jacke? Oh, schön. Aha, sehr schön. Orgi die Orga. Bitte. Weg. Die auf alle Fälle weg. Aber bringt mir jetzt nichts. So, eingesackt. Weg von hier. Jetzt ist die Frage. Gibt es eine Leiter dahinter? Dass man einfach und schnell wieder runterkommt. Sieht nicht so aus. Machen wir das eben hier. Oh. Aber ich habe ja genug Heilungszeug. Oh! Ein Glück bin ich hier vorbeigekommen. Noch ein Wässerchen vielleicht? Nein. So, okay. Geht's noch weiter runter? Huch. Falscher Knopf. Hündchen. Ja, bring dich mal selber um die Ecke. Weg, 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 weg. Will ich nicht. Oh Mann, schon wieder. Es nervt mich. So, ich will raus. Ich will zum Airdrop. Psst. Und zum Schatz. Da ist jetzt die Frage, was ist näher? Drops oder Schatz? Schatz. Und der Drops ist in Verlängerung. Sehr gut. Wird geholt. Und dann heißt es, zurück zur Base. Entmisten das Inventar. Und ein paar Zombies kalt machen, als hätten wir das nicht schon getan. So, hier irgendwo. Na, Schnecke. Coole, ja. Ich nehme sie mal mit. Für den Fall. Und der Bus rollt. Ganki. Noch ein richtiges Ganki. Darf ich jetzt bitte hier? Und da ist er ja schon. Okay, will ich nicht. Sehr gut. Hat sich gelohnt. Bisschen Munition. Und das kann weg. Dann. Ach, scheiße, Airdrop. Ich habe ja so viel einstecken. Müssen wir uns mal entmüllen. Das. Ja, alles, Steinchen nicht. Weil im Airdrops wird da ordentlich nochmal Zeug sein. Einfach rein. Oh, in den Busch passt ordentlich was rein. Darf ich nicht vergessen rauszunehmen. So. Airdrops. Wo war er? Da. Gas! Peter Maffay lacht da. Ich hab's gesehen. Kohle liegt dort. Nehme ich nicht mit. Oh, du musst jetzt nicht auf den Berg hoch, oder? Eisen. Na.
Naja, ich sag nichts. Komm schon! Ich muss den Bus jetzt mitnehmen. Ich kann nämlich nicht mehr einstecken, weil so viel in der Tasche ist. Ach, scheiße. So. Aussteigen. Handbremse habe ich gedrückt, dass es nicht wegrollt. Wo ist Airdrops? Da liegt er. So. Mach guten Scheiß ran. Aha. Viel zu lesen, das ist immer gut. Blödes Hemd, blöde Pfeile. Okay, ging. Dann heißt es jetzt zurück zur Base. Das werde ich jetzt vollziehen. Und nächste Folge gibt es dann Horde, Tag 7 und Onkel Klo fährt selbstständig zurück. Und ich melde mich dann, wenn wir wieder an der Bude sind. Jetzt kommt ein Hund von rechts. Ah. Huch. Da war ein Hund von rechts. Jetzt ist er nicht mehr da. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Euer Onkel Klo. Ciao. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wow.